muss alle schützen. Und damit guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Hyrule Warriors. Zeit der Verheerung. Ich habe schon ein bisschen länger geplant, dieses Projekt zu spielen. Und jetzt kann ich es endlich tun. Tja, ihr könnt das Ganze so ein bisschen als kleines Experiment ansehen. Da Hyrule Warriors ja die Vorgeschichte von The Legend of Zelda Breath of the Wild ist. Und ich werde erst dieses Spiel spielen und dann Breath of the Wild. Ihr tapferen Soldaten, Hyrule sieht sich einer Bedrohung ungekannten Ausmaßes gegenüber. Schnell vergingen die Jahre, nachdem uns die Wiederkehr der Verheerung Ganon vorhergesagt war. Wir brachten die Titanen ans Tageslicht, trieben die Erforschung der alten Relikte voran und dennoch. Unsere Vorbereitungen müssen als ungenügend betrachtet werden. Derweil überziehen unzählige Horden von Monstern das Land. Selbst nach Schloss Hyrule streckt der Feind inzwischen seine Hände aus. So lasst uns zuerst die marodierenden Monster der Ebene vernichten, um uns mit neuer Stärke auf die Verheerung vorzubereiten. Ach, das Link. Soldaten, fasset Mut! Auf in den Kampf! Ja, let's go! Ach, und es geht direkt los. Jawoll. Was ich noch hierzu sagen muss, ich habe nie wirklich einen... Okay, die Steuerung ist etwas komisch. Naja, ich habe nie wirklich einen Hack-and-Slash-Spiel gespielt, muss ich dazu sagen. Ich habe einmal... Soul Calibur heißt das Spiel, glaube ich, gespielt. Auf der Wii war das damals. Aber sonst... nie. Ja gut, was heißt einmal so drei Spielsessions oder so? Und sonst echt gar nicht. Also immer nur so Jump'n'Runs oder halt Shooter. Aber echt nie solche Hack-and-Slash-Spiele. Also erwartet nicht zu viel. Und wie gesagt, ist auch so ein kleines Experiment. Aber ich habe schon richtig Bock. Ich habe schon richtig Bock auf das Spiel. Und erwarte auch einiges. Ich erwarte, dass hier ein paar Dinge geklärt werden, die es halt nicht mit in das Hauptspiel The Legend of Zelda The Breath of the Wild. Was heißt Breath of the Wild, nicht The Breath of the Wild. Breath of the Wild geschafft haben. Und damit ist mir logischerweise auch klar, dass ich mich vielleicht etwas spoilern lassen könnte. Aber ich kenne ja auch schon so ungefähr das Spiel. Also Breath of the Wild kenne ich ungefähr. Also, ich bin mal gespannt.
was das Ganze ergeben wird. Und wer jetzt Angst hat, ich spiele New Super Mario Bros. U Deluxe nicht weiter. Der irrt gewaltig. Ich werde weiterhin New Super Mario Bros. U Deluxe spielen. Auch zu Ende spielen, logischerweise, zu 100%. Nur, ich dachte mir, es wäre gut oder halt wünschenswert, wenn ich wieder zwei Projekte gleichzeitig spiele. Ihr könnt das auch so ein bisschen als 100-Abo-Special ansehen, weil ich habe mir extra hierfür das Spiel gekauft. Auch relativ zu Neujahr rum. Ja, so lange ist es jetzt schon wieder her, dass ich versuche, das Spiel zu spielen. Aber ich habe es halt nie angefangen. Das muss man sich mal überlegen. Aber jetzt ist es endlich soweit. Jetzt können wir es endlich zusammen zocken. Und genießen. Kommt mir das nur so vor oder ruckelt das Spiel ein wenig? Vielleicht bin ich das auch einfach nicht gewöhnt. Diesen Spielstil, deswegen kommt das gerade noch ein bisschen komisch vor. Naja, mal schauen, was das Ganze wird. Boah, aber gerade mache ich das noch richtig gut. Ja, gut. Jetzt geht's aber ab. Schmetterangriff, let's go, Link. Ja, gut. Ich meine, das ist so mit der erste End- bzw. Zwischenboss, nicht Endboss. Was laber ich? Das ist mir schon klar. Aber dennoch muss ich mich da selber loben. Was hat er gerade gesagt? Ich habe das jetzt gar nicht gelesen. Wahrscheinlich sowas wie, ja, du musst unbedingt zu den Vorposten, die brauchen deine Hilfe oder irgendwie so. Aber wir sind ja jetzt hier. Und hier müssen wir anscheinend einfach nur die Gegner wegschnetzeln. Mehr ist das nicht. Weil die Goblins echt noch sehr einfach sind. So ein bisschen zu einfach eigentlich schon. Aber naja, vielleicht auch gut. So, man will ja nicht von schweren Gegnern direkt zu Beginn erschlagen werden, das ist klar. Okay, im letzten Moment ausweichen. Okay, das war anscheinend zu spät. Er ist einfach daneben gelaufen. Ah, war es nicht gut? Ich denke, ein paar Mal mehr ausweichen schadet nicht. Einfach damit man auch diesen Attack-Bonus bekommt. Genau den meine ich. Zack, weg ist er. Ja, du hast echt geholfen, mein Freund. Und ich bin auch mal... Machen uns Richtung Süden. Ja, ich bin auch mal gespannt, wofür diese Items sind. Weil im Hauptspiel kann man sich ja damit heilen. Ich denke, so wird es auch hier sein. Aber inwieweit das möglich sein wird, weiß ich noch nicht ganz. Vielleicht, dass das Spiel dann kurz pausiert wird oder so. Und was ist da jetzt los? Ja eben, wir sind doch gerade mitten im Kampf. Oh nein, Impa. Wir müssen ihr helfen. Ja, komm, das Necrons. Das klauen wir uns direkt weg, Alter.
Ja, let's go. Hallo, Link. Mach doch was. Ja, das frage ich mich auch. Oh. Ah, ja. Ach, das ist so ein Turm oder was? Ach so, ich dachte, das wäre ein Wächter. Ach, der Turm wurde ausgelöst wegen einem Tablet. Okay. Wie genau darf ich das verstehen? Wurde der Turm nicht ausgelöst von ihr, weil sie... Das Vieh ist nice. Weil sie quasi nicht würdig ist oder nicht der Held ist? Hallo! Okay, die Voiceline Hallo finde ich ein bisschen weird so für die Situation. Ach, cool. Was? Okay, da freue ich mich auch schon. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, diese ganzen Features hier benutzen zu können. Anscheinend haben die sich echt lange Gedanken darüber gemacht, was sie so für Abilities einbauen könnten, die es auch im Hauptspiel gibt. Okay, da oben können wir nicht lang, glaube ich. Erobere die Vorposten, ja. Aha, okay. Können wir auch auf den Turm rauf? Wenn ich jetzt hier quasi... Ah, ja. Okay, Alter. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Boah, und die... Ich muss auf jeden Fall noch was an Einstellungen ändern. Das geht mir irgendwie zu schnell mit der Kamera. Also, die bewegt sich so schnell, wenn ich auf den Stick drücke. Wahrscheinlich so eine Macht der Gewohnheit von Shootern einfach nur, weil ich da auch immer die DPI sehr niedrig eingestellt habe, damit ich maximal gut zielen kann. Aber hier, solchen Hack-and-Slash-Spielen, ist so eine feine Steuerung wahrscheinlich einfach gar nicht nötig. Zumindest von der Kamera her. Vielleicht von der Bewegung, aber sonst. Das merke ich auch, dass die Bewegung... Dass man bei der Bewegung sehr gut darauf geachtet hat, dass Link sich nicht zu stark bewegt, wenn man den Stick in eine Richtung drückt. Dass es sehr gut voreingestellt ist. Finde ich sehr nice. So, und... Okay, das hier ist noch kein Vorposten. Nicht an dem... Oh, was ist das? Ich hoffe, das ist nur bei mir so, oder... Irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwie finde ich, das ist so ein bisschen... Okay. Irgendwie finde ich, das ist so ein bisschen ruckelig hier. Scheißdreck. Okay, was genau hätte ich da jetzt machen müssen? Er hat halt nicht geschossen. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich habe halt... Ach, ich muss das wieder loslassen. Okay. Ja, ich wollte halt drauf schießen, aber war zu blöd dafür. Okay, alles klar. Warum schießen die nicht? Naja, selbst schuld. Weird. Und was dieser kleine Roboter kann, das müsste doch jetzt mal so langsam auch geklärt werden, oder nicht? Nein, ich konnte ihn nicht... Ah, doch, ich konnte ihn retten.
Huh. Gibt's dafür irgendwas? Nö. Naja, wir sind ja auch ein Held. Wir retten einfach. Ohne was dafür zu verlangen. Oder ohne viel dafür zu verlangen. Besser gesagt. Ah ja, okay. Wie kann ich blocken? Okay. Anscheinend mit Rear Left. Mit der L. Und jetzt gibt es hier auch die stärkeren Gegner. Das ist gut. Was genau war das? Habe ich da ein Fass übersehen oder was? Naja. Was auch immer. Ah, da habe ich frühzeitig reagiert. Alles klar. Mit Real Left, also mit RL, kann man den Quatsch tatsächlich blocken. Haut ab. So. Und ich sehe ja auch gerade, dass mir niemand hilft. Hm. Wo sind denn alle? Wo sind denn alle plötzlich hin? Boah, bin ich schlecht damit, ja. Also die Kamerasteuerung muss ich echt noch ändern. Hallo? Okay, jetzt. Warum macht der nichts? Okay, ich habe das Spiel übrigens auf normal gestellt. Also werde ich das wahrscheinlich noch umstellen müssen. Weil gerade ist es echt noch ein bisschen zu leicht. Oder vielleicht soll es auch so sein. Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, diese Zwischenbosse wirken halt ein bisschen zu leicht, weil sie eben oft nicht angreifen, obwohl man direkt vor ihnen steht. Das wirkt so ein bisschen... Keine Ahnung, in welchem Spiel gab es das noch? Ich kann es gerade nicht zuordnen, aber in irgendeinem Spiel war es auch so. Da stand man einfach in einem Gegner drin und der hat einfach nichts gemacht. Ja, in League of Legends wäre es zum Beispiel auch so, wenn man gegen Bots spielt. Kommentiert gerne mal, falls ihr davon was sehen wollt. Andererseits würde ich mir das sonst nochmal überlegen, weil, keine Ahnung, irgendwie habe ich das Gefühl, es passt nicht auf diesen Channel. Vielleicht auch doch. Keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Und wie genau ich das dann machen werde, weiß ich auch noch nicht. Also in welchem Stil. Weil vor kurzer Zeit sind zum Beispiel auch diese Exe-Videos getrendet. Mal schauen, ob ich das mache oder einfach nur ein Spiel aufnehme, also ein Match aufnehme, wo ich dann irgendwas Lustiges spiele. Weiß ich nicht. Andererseits kann ich auch verstehen, wenn man sagt, nee, das Spiel ist nichts hier für den Channel, weil ich halt auch sehr viel Nintendo-Spiele spiele. Und da kann ich es dann auch verstehen, wenn manche sagen, nee, lass mal sein. So, und jetzt sehen wir auch endlich mal ein... Okay. Auch endlich mal so ein... Ah, wie heißen die? Einen komischen Chamäleon-Gegner. Echt gerade keine Ahnung, wie die Viecher heißen. Was ist das hier eigentlich? Oh. Irgendwie habe ich das Gefühl, als hätte ich erst so einen Bosskampf verwenden sollen, aber... Naja, dann habe ich es zumindest schon mal gezeigt, ne? Und ist auch in Ordnung. Weil am Anfang ist es halt echt noch sehr leicht.
Auf Gegner im Wasser. Okay. Ja, am Anfang ist es halt noch sehr leicht, dass man den ganzen Quatsch hier lernen kann. Diese ganzen Tricks und Angriffe und was auch immer. Zum Beispiel stelle ich mich ja jetzt gerade auch nicht wirklich heftig gut an. Weil, ja, gut, ich mache das in Ordnung. Ich mache das hier in Ordnung. Ich will das nicht irgendwie runterreden. Aber ich greife halt die ganze Zeit nur an und blocke halt so ein paar Mal. Versuche eben... Und versuche zumindest die Spezialangriffe zu verwenden. Aber das war's dann auch. So, wir haben jetzt 700 Viecher besiegt. Was genau heißt das? Kriegen wir dann irgendwie Level dazu und dann können wir hinterher was skillen oder wie? Hä? Moment mal, wofür war das jetzt hier? Weil... Ein Vorposten ist das Ganze nicht? Ja, ich weiß. Ja, ich... Ach, ich wollte ausweichen. So, und jetzt mache ich dich alle. Zack. Boah, ich habe mich da gerade echt ziemlich dämlich angestellt, aber... Naja, erste Spielsession, alles gut. Okay, ich dachte gerade, das wäre ein Bug, aber das war anscheinend nur so ein komischer Tarnmodus von denen. Also, alles gut. Nein, da können wir nicht drüber... Link, bitte. Wo ist euer Anführer? Gebt mir euren Anführer. Schluss mit dem Rumgehampel. Ja doch, aber ein Vorposten ist das hier schon. Ja, aber die Typen, also die Soldaten, die sind einfach irgendwie... Ja, okay. Die Soldaten, die sind irgendwie einfach nur immer an so unnützen Punkten. Oh. Ja, ich hab's falsch gedrückt. Ich wollte eigentlich diesen hier machen. Ach. Ey, ich hab doch noch rechts gedrückt. So. Und jetzt zünde ich mal die Spezialattacke. Einfach nur, weil ich es gerade benötigt habe. Es sieht übel aus. Anthrop Moblins ist aufgetaucht. Alles klar. Wo? Unten auf der Map? Ach ja, es waren keine Goblins. Es waren Moblins. Tut mir leid, ja. Bringt das eigentlich irgendwas, wenn ich hier die Viecher... Ach ja, stimmt. Davon habe ich auch gehört. Ja. Wie kann ich das machen? Ach, sie kommt jetzt quasi rund. Ach so. Ich dachte gerade, man könnte die Charaktere tauschen. Naja. Und ich muss auch mal schauen, wie ich die Parts hier aufteile, weil der Part wird gerade echt ziemlich lang. Krocksam. Ach du Scheiße. Gibt's ja auch die Crocs. Naja, die werden wir aber nicht machen. Oh shit. Bin ich down?
Nein, noch nicht anscheinend. Die werden wir ja nicht machen. Aber auch in Breath of the Wild werden wir die nicht machen. Einfach aus dem Grund, es wäre sonst zu viel. Holy shit. Es wäre sonst einfach zu viel. Ich finde das ein bisschen zu anstrengend. Ich sehe einfach keinen wirklichen Mehrwert dahinter. Also ich kann verstehen, wenn man es macht. Und wir werden auch... ist gerade schwierig zu reden. L und B. Ja, das war... Das war rechts, also R und B, nicht L und B. Das war gerade ein bisschen fucked up von mir. Das war ein bisschen schlecht von mir gemacht. Aber naja, was soll's. Tja, und da sind wir down. Aber ich würde auch sagen, das war's erstmal für diesen Part. Ich weiß nicht wirklich, wie ich das hier aufsplitten soll, wie gesagt. Aber ich denke, jetzt ist ein ziemlich guter Zeitpunkt, weil wir eben down gegangen sind. Also, bis zum nächsten Mal. Und ciao.